meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur Verleihung der Deutschen Big Brother Awards hier in der Hechelei und auch draußen am Livestream und gleichzeitig verbunden mit einer Entschuldigung. Wir sind ein bisschen später, aber wir wollten eben alles technisch so gut es geht auch hinkriegen und deswegen werden Sie sicherlich diesen kurzen Aufschub uns verzeihen. Vielen Dank an die beiden Musiker von Lemming für die Musik, Ismail Özgentürk und Henning Reiss. Die beiden sind exakt zwei Drittel. Zwei Drittel von The Fondues, das ist eine Electric Organic Tanzkraut-Band. Ja, ich sag's nachher gerne nochmal, ich finde diese Wortzusammenstellung auch wunderbar, aber sie war so halbwegs korrekt beschrieben. Ja, Daumen geht hoch, aber er macht irgendwie so. Ja, mal schauen. Mein Name ist Andreas Liebert, ich werde Sie durch diese Veranstaltung führen. Zum 14. Mal wird der Big Brother Award jetzt schon in Deutschland vergeben. Es ist eine Erfolgsgeschichte, gerade und auch natürlich in dieser Woche. Das Gerichtsurteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung ist natürlich auch der Arbeit der Big Brother Award-Beteiligten zu verdanken. Tosenapplaus. Ich merke schon, wir kriegen das zusammen gut hin, heute Abend. Es ist Grund genug, sich zu freuen über das Geleistete, wahrscheinlich aber kein Grund, sich zurückzulehnen, denn wir ahnen schon, was da noch so auf uns zukommt in Sachen digitaler Schweinereien. Apropos ahnen, ich bitte Sie, verderben Sie sich nicht den Spaß und checken Sie über das Handy schon, über irgendwelche Internetseiten, welche Preisträger es heute Abend hier gibt, dann ist es nämlich vorbei mit der Vorfreude und das macht eigentlich auch immer viel Spaß, wenn alle sagen, die schon mal hier waren. Die erste Kategorie, in der ein Big Brother Award in diesem Jahr vergeben wird, das ist die Kategorie Politik. Laudator ist Dr. Rolf Gössner von der Internationalen Liga für Menschenrechte, den ich hiermit recht herzlich begrüße. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Dann legen wir los. Es brummt, finde ich. Hä? Muss ich das jetzt ausdrücken vorher? Und das mal ein bisschen höher, dann. Try that. Die sind zu nah beieinander. Ja, so. Geht's jetzt? Ja, scheint so. Wenn Sie mich hören, ja, tun Sie. Ja, dann legen wir los. Der Big Brother Award 2014 in der Kategorie Politik geht an das Bundeskanzleramt. Vertreten durch die Hausherrin Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, CDU, den Bundeskanzleramtschef und Beauftragten für die Nachrichtendienste Peter Altmaier, CDU, den Staatssekretär für Geheimdienstangelegenheiten Klaus-Dieter Fritsche, CSU, sowie den Geheimdienstkoordinator Günter Heiß, CDU. Es brummt. Ach, hätten wir sicher denken können. Bitte? Ich habe ein Handy, ich habe eins aber aus. Ich weiß nicht, was ist. Aber es ist unangenehm. Ich glaube, für Sie und euch auch. Also müssen wir das technische Problem noch lösen. Ich versuche, dieses Ding mal wegzubiegen. So. Technik, die nicht funktioniert, kann auch umgehen. Und lass mal direkt rein. So, die lassen wir jetzt weg. Okay. Und für wen ist das eigentlich gedacht gewesen? Ja, wir kriegen das schon über die Bühne. Also, das Amt, Bundeskanzleramt, erhält den Negativpreis dafür, dass erstens
die bundesdeutschen Geheimdienste eng mit dem völker- und menschenrechtswidrig agierenden US-Geheimdienst NSA und anderen Diensten des Echelon-Geheimverbunds der Five Eyes kooperieren. Zweitens dafür, dass der dem Bundeskanzleramt unterstehende Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz an Überwachungsinstrumenten, Spähprogrammen und Infrastrukturen der NSA beteiligt sind. Und drittens dafür, dass sowohl die alte als auch die neue Bundesregierung es sträflich unterlassen haben, die mit Massenausforschung und Digitalspionage verbundenen Straftaten, Verfassungs- und Bürgerrechtsverstöße abzuwehren und die Bundesbürger sowie von Wirtschaftsspionage betroffene Betriebe von weiteren feindlichen Attacken zu schützen. So, im Kern geht es also um bundesdeutsche Verstrickungen in den NSA-Überwachungsskandal sowie um unterlassene Abwehr- und Schutzmaßnahmen. Mitte 2013 ist die verdachtsunabhängige Ausforschung der globalen Telekommunikation durch den US-Geheimdienst NSA und einen britischen Geheimdienst bekannt geworden. Die historisch einmaligen Enthüllungen basieren auf Geheimdokumenten, die der Ex-NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden öffentlich machen ließ. Snowden spricht von der größten verdachtsunabhängigen Überwachung in der Geschichte der Menschheit. Diese digitale Durchleuchtung der Privatsphäre stellt alle Menschen, die auf irgendeine Art elektronisch kommunizieren, unter Generalverdacht, unterhöhlt die Unschuldsvermutung, führt zur Verletzung von Persönlichkeitsrechten und stellt verbriefte Grundrechte, ja man kann sagen, die Demokratie insgesamt in Frage. Und nach stellte sich heraus, dass nicht allein US- und britische Geheimdienste in den globalen Überwachungsskandal involviert sind, sondern dass auch bundesdeutsche Geheimdienste, also BND, Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst, an diesem transatlantischen Geheimverbund partizipieren. Sie profitieren von überlieferten Daten und übermitteln selbst Millionen von Telekommunikationsdaten aus Deutschland. Etwa personenbezogene Verbindungs- und Verdachtsdaten, die bei der Überwachung und Kontrolle des Fernmelde- und Mobilfunkverkehrs ins und vom Ausland anfallen. Na und? Fragen noch immer viele Menschen, wer soll denn diese Massen belangloser Daten überhaupt auswerten? Wie kann mir eigentlich etwas passieren? Leider zu kurz gedacht, denn die dokumentierbaren Folgen, die können heftig sein. Am Ende solcher Datenerfassungen und Auswertungen kann etwa eine verweigerte Einreise in die USA stehen, wie im Fall des deutschen Schriftstellers Ilya Trojanow, der die US-Überwachungsorgie scharf kritisiert hatte. Oder aber im Extremfall ein US-Drohnenbeschuss auf Terrorverdächtige, wie etwa Ende 2013 in Jemen, bei dem 17 Mitglieder eines Hochzeitskonvois ums Leben kamen. Und dazwischen ist so manche Unannehmlichkeit, Schikane oder Tortur möglich. Von verschärften Grenzverhören, Nachforschungen bei Nachbarn oder Arbeitgebern, über Staatstrojaner im PC, die Aufnahme in US-No-Fly oder Terrorlisten, bis hin zu Verhaftungen oder Folter in Spezialgefängnissen. Wie schnell man dabei Opfer einer fatalen Verwechslung werden kann, das zeigt der Fall Khaled El-Masri, der mit einem Terroristen verwechselt, von CIA-Agenten nach Afghanistan verschleppt und monatelang gefoltert wurde. Oder man ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, wie Murat Kurnaz, der vom Verfassungsschutz als angeblicher Terrorverdächtiger denunziert, für 4,5 Jahre im US-Foltercamp Guantanamo verschwand. Spektakuläre Einzelfälle? Sicher, aber es gibt auch viele kleinere Beispiele für die üblen Folgen des Überwachungswahns. So forschen Geheimagenten deutscher und alliierter Dienste über die BND-Tarnbehörde Hauptstelle für Befragungswesen jährlich hunderte Flüchtlinge über ihre Heimatländer aus.
Hier werden schutzsuchende Menschen in akuten Notlagen skrupellos abgeschöpft und für staatliche Zwecke missbraucht. Nach Informationen von Edward Snowden tauschen deutsche und US-Geheimdienste nicht nur massenhaft Informationen aus, sondern teilen auch Instrumente, gemeinsame Datenbanken, Spähsoftware und Infrastrukturen. Kurzum, sie gehen miteinander ins Bett. So Snowdens bildhafte Worte in einem ARD-Interview. Diese enge Kooperation und intensive Datenübermittlungspraxis basiert auch auf Geheimverträgen mit den Westalliierten. Diese räumen den Vertragspartnern Sonderrechte ein, die weite Handlungsfelder eröffnen und stark in Grundrechte der Bundesbürger eingreifen, und zwar ohne jede parlamentarisch-demokratische Beteiligung oder Kontrolle. Und sie beschränken die Souveränität Deutschlands bis heute. Zwischenfazit: Seit Jahrzehnten sind die verantwortlichen Bundesregierungen und ihre Nachrichtendienste also Komplizen, Gehilfen, ja Mittäter im großen aggressiven Spiel westlicher Geheimdienste. Oder, anders formuliert, willfährige Partner in der NSA-Affäre. Dabei kommt dem Bundeskanzleramt eine ganz entscheidende Rolle zu, die es heute zu würdigen gilt. Denn dieses Amt ist zentrale Schaltstelle der Bundesregierungen, ist zuständig für die oberste Fachaufsicht über den Auslandsgeheimdienst BND sowie für Koordination und Intensivierung der Zusammenarbeit aller drei Bundesgeheimdienste untereinander und mit anderen Behörden im In- und Ausland. Das auffallend zögerliche Verhalten der Bundesregierung nach Snowdens Enthüllungen und die geradezu unterwürfige Zurückhaltung gegenüber den USA dürfte mit der engen Kooperation zu erklären sein. Und vor allem damit, dass Deutschland längst integraler Bestandteil der US-Sicherheitsarchitektur und des US-Kriegs gegen den Terror geworden ist. Deshalb hält man offenbar lieber sich bedeckt, verharmlost und beschwichtigt. Und dieses regierungsamtliche Verhalten oder besser Nichtverhalten hat einen Namen. Pofalla. Ronald. CDU. Bis Ende 2013 amtierender Chef des Bundeskanzleramts, zugleich Beauftragter für die Nachrichtendienste und oberster Aufseher des BND. Als die NSA-Affäre im Juni 2013 für Aufsehen sorgte, da duckte sich der zuständige Pofalla erstmal weg und schwieg. Niemand hat von ihm je einen erhellenden Beitrag zur Rechtmäßigkeit der millionenfachen Ausspähung von Telekommunikationsdaten durch US-Geheimdienste oder etwa zur Rolle des BND vernommen. Im Gegenteil. Ungeachtet weiterer Enthüllungen erklärte er die NSA-Affäre kurzerhand für beendet. Alle gegen die Geheimdienste erhobenen Vorwürfe seien vom Tisch. Und millionenfache Grundrechtsverletzungen habe es in Deutschland nie gegeben. Vielmehr hatten ihm, so sagte er, die beteiligten Dienste schriftlich versichert, sich an deutsches Recht zu halten. Nun, für diese herausragenden Vermauscheldienste verlieh die NDR-Satire-Sendung Extra 3 Pofalla den Negativpreis Silberner Hilfs-Sheriff-Stern. Dessen Annahme er vor laufender Kamera jedoch postwendend verweigerte. Womöglich hatte er ja insgeheim einen goldenen Hilfsagentenorden erwartet. Oder gleich den Big Brother Award. Nun, solche Männer braucht die Deutsche Bahn. Bekanntlich ihrerseits Trägerin des Big Brother Awards. Manche erinnern sich.
Ja, und Pofallas Chefin, die Hausherrin des Bundeskanzleramts, was unternahm eigentlich Frau Merkel angesichts der eskalierenden Überwachungsaffäre? Kurze Antwort, so gut wie nichts. Und dabei hat sie doch schon dreimal Stein und Bein geschworen, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen und ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Stattdessen zog Frau Merkel den Kopf zwischen die Schultern und verwies auf ihren profunden Pofalla, der die Affäre mit der August 2013 für beendet erklärte. Danach verwies sie auf ihren damaligen CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich, der die Affäre wenige Tage später ebenfalls für beendet erklärte. O-Ton Friedrich: Alle Verdächtigungen, die erhoben wurden, sind ausgeräumt. Von einem Kurztrip in die USA zur Aufklärung der NSA-Affäre, kehrte er höchst zufrieden mit der Mär zurück, er habe die Vorgänge geklärt. Bei der Snowden-Affäre handle es sich ohnehin um, Zitat, falsche Behauptungen und Verdächtigungen, die sich in Luft aufgelöst haben. Und zum Abschluss bescheinigt Friedrich NSA-Kritikern eine Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität, die ihm gewaltig auf den Senkel gehe. Was durchaus auf Gegenseitigkeit beruht, haben wir ihn doch schon 2012 mit dem Big Brother Award bedacht, aber leider ohne Erfolg. Zur Rechtfertigung der NSA-Massenüberwachung hat dieser Bundesinnenminister, der zugleich Verfassungsminister war, ein sogenanntes Supergrundrecht auf Sicherheit frei erfunden, dem er unsere verbrieften Grund- und Freiheitsrechte kurzerhand unterordnen zu können glaubt. Erst als im Oktober 2013 dann bekannt wurde, dass die NSA schon jahrelang auch ein Mobiltelefon der Kanzlerin im Rahmen der US-Terrorabwehr gezielt abhört, da äußerte sich Ronald Pofalla plötzlich wieder und diesmal empört. Jetzt sprach er von einem schweren Vertrauensbruch. Ihren Regierungssprecher ließ sie endlich, die endlich erwachte Kanzlerin, erbost von einer völlig neuen Qualität daherreden. Denn Abhören von Freunden, das geht gar nicht. Also, nicht die massenhafte Ausspähung der Bevölkerung, nicht die Sorge um deren Schutz, sondern erst dieser unfreundliche Angriff auf das Handy der Kanzlerin führte endlich zu schärferen Reaktionen gegenüber den Auftraggebern im Weißen Haus. Und ganz nebenbei geriet mal wieder unser famoser Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz ins Gerede, zu dessen Kernaufgaben ja die Spionageabwehr gehört. Denn von diesen US-Spionageaktionen hatte er offenbar nichts mitbekommen, geschweige denn die Lauschangriffe verhindert. Ja, und sage noch eine oder einer: Die Bundesregierung hätte doch gar nichts gegen die feindlichen Attacken auf Privat-, Betriebs- und Regierungssphäre unternehmen können. Nachdem doch schon das öffentlich wirksam zelebrierte No-Spy-Abkommen mit den USA von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Doch die Regierung könnte etwa Agenten, die verdeckt in US und anderen Botschaften tätig sind, von denen aus bundesdeutsche Institutionen ausgespäht werden, zu unerwünschten Personen erklären und des Landes verweisen. Sie könnte im Fall möglicher Grundrechtsverletzungen zulasten von Bundesbürgern militärische US-Liegenschaften durch deutsche Sicherheitsbehörden kontrollieren lassen, etwa den weiteren Bau eines NSA-Abhörzentrums auf dem US-Stützpunkt in Wiesbaden, den US-Stützpunkt Ramstein oder das AFRICOM-Regionalkommando der US-Streitkräfte in Stuttgart, das ja bekanntlich Kampfdrohneneinsätze, Verschleppungen und extralegale Hinrichtungen von Terrorverdächtigen in Afrika plant bzw. plante. Und die Bundesregierung könnte Geheimverträge offenlegen und revidieren. Weshalb sie insoweit untätig blieb, ist nicht nachvollziehbar und
dürfte an Verfassungsbruch grenzen. Aus diesem Grunde sahen sich Internationale Liga für Menschenrechte, Digital Courage und Chaos Computer Club Anfang 2014, es war vor 2 Monaten, gezwungen, beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen die involvierten Geheimdienste und die Bundesregierung zu erstatten, um die politisch und strafrechtlich Mitverantwortlichen endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Es war, so kann man sagen, ein Akt der Notwehr und Nothilfe, der tatsächlich auch wie ein Ventil wirkte, das plötzlich geöffnet wird. Tausende haben uns geschrieben und die Strafanzeige unterstützt oder miterstattet. Ja, und heute öffnen wir ein weiteres Ventil. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2014. Danke sehr. Recht herzlichen Dank, Dr. Rolf Gössner. Die obligatorische Frage: Ist der Preisträger anwesend? Jemand vom Bundeskanzleramt, Herr Pofalla, oder vielleicht in Vertretung seiner Chefin? Nicht. Okay. Kleiner Hinweis noch: Die Strafanzeige, die Dr. Gössner angesprochen hat, das ist schon als Buch erschienen, ist im Shop dort hinten käuflich zu erwerben. Die Strafanzeige gibt es im Digital Courage Shop.